Schön, dass du heute zur Predigt online bei der Hafenkirche Brunsbüttel reinschaust. Vielleicht schaust du zum allerersten Mal einen Online-Gottesdienst an. Vielleicht bist du auch schon öfter dabei gewesen. Eins verspreche ich dir heute: Gott wird zu dir heute sprechen. Und dazu wünsche ich dir Gottes Segen. Es geht heute um ein Thema, das ich in meinem Leben lange so vor mir hergeschoben habe. Das wollte ich eigentlich so immer nicht wahrhaben. Ich habe es verdrängt. Ehrlich gesagt wollte ich es auch gar nicht so richtig wissen. Es geht um Verlorensein. Lass mich das ein bisschen erklären. Wer von uns hat nicht schon mal Gegenstände verloren? Ich denke, jeder hat Erfahrungen damit schon gesammelt. Bestimmte Werkzeuge im Haus oder bei der Arbeit, wie auch immer, die man verloren hat und einfach nicht wiedergefunden hat. Eigentlich ist es ja gar kein Verlieren, sondern es liegt dann einfach nur woanders. Nur wir haben es im Moment nicht mit unseren Sinnen wahrgenommen. Ich habe da ein Beispiel aus meinem Leben oder mehrere Beispiele, die ich gerne mit euch teilen würde. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Hof Zäune gezogen haben, Zäune ziehen, da haben wir so eine Kombizange, wo wir den Draht mit abkneifen können auf Länge oder ihn mit umbiegen können oder wie auch immer. Jedenfalls wird so eine Zange auf jeden Fall benötigt und es kam immer mal wieder vor, dass ich sie irgendwo auf dem Land vergessen habe und nicht wieder eingesammelt habe. Nun, das war meistens nicht schlimm, weil irgendwann im Winter, wenn kein Gras mehr wächst, findet man sie wieder. Aber dann ist sie verrostet. Es war also im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen. Aber man hat sie wiedergefunden. Nur sie war eben nicht mehr so schön und nicht mehr so schön zu gebrauchen. Auf jeden Fall offenbart das meine nicht so gute Arbeitsweise, weil ich ja sie verloren habe. Ich darf da in diesem Bereich immer noch üben. Und Gott ist aber immer gnädig mit mir. Ich hatte immer irgendwo eine Ersatzzange oder durfte mir auch eine neue kaufen. Also Gott hat das auch irgendwie immer ermöglicht. Dann habe ich noch eine andere Geschichte. Das ist schon ein bisschen, da geht es schon um ein bisschen mehr. Wir haben einmal eine Kuh von der Weide geholt, weil ich dachte, die wird kalben. Das sah alles danach aus, als wenn sie kalben wird. Haben wir sie nach Hause geholt und gewartet und gewartet und gewartet. Aber da kam kein Kalb, bis ich dann irgendwann feststellte, diese Kuh hatte schon gekalbt. Und dann bin ich wieder zur Weide gefahren. Wir haben gesucht, gesucht und gesucht und kein Kalb gefunden. Das ist manchmal, wenn so neugeborene Kälber auf der Weide sind, die haben gleich so einen Tarnreflex, die, wenn das ein bisschen längeres Gras ist, man findet sie nicht oder ganz schwer. Auf jeden Fall haben wir gesucht und gesucht und sie nicht gefunden. Letztendlich haben wir die Mutterkuh wieder zur Weide gebracht, in der Hoffnung, dass die sich wieder finden werden. Ich habe nämlich beim Suchen so einen Kälberkot gefunden. Das heißt, das Kalb musste ja leben, das musste irgendwo noch sein. Und ich bin immer wieder hingefahren und das hat 3 Tage gedauert, bis ich abends in der Dämmerung dieses Kalb wiedergefunden habe. Es war diese 3 Tage verloren. Aber Gott hat Gnade geschenkt, es war lebendig. Das hatte sich nämlich immer im benachbarten Maisfeld versteckt und da kann man das nicht finden. Einfach unmöglich. Aber es hat sich wieder angefunden. Was war geschehen? Ja, dieses Kalb war tagsüber sozusagen oder dann, wenn es Hunger hatte, zur Mutter gekommen, hatte getrunken und war wieder verschwunden. Nur das passte immer nicht mit dem Zeitpunkt überein, wo ich gesucht habe. Aber ich musste hartnäckig suchen, um dieses verlorene Kalb wiederzufinden.
So ist es mit Gott. Er will wissen. Er will es wirklich von uns wissen, ob wir es ernst mit ihm meinen. Vielleicht hast du auch schon mal Papiere verloren, deinen Führerschein, Personalausweis, Krankenkarte, Geldkarte. Und dann wird das schon sehr, kann das schon sehr ärgerlich und unangenehm werden, bis das alles wieder in Reihe und Glied ist, sozusagen alles wieder an Bord ist. Aber auch das kann ersetzt werden. Ganz schlimm wird es dann, wenn Menschen andere Menschen verlieren. Durch Beziehung, durch Tod, durch einen Unfall. Das ist etwas, was du nicht wieder zurückholen kannst. Das Rad kann man nicht wieder zurückdrehen. Wir Christen haben dann auch nicht immer für alles eine Antwort. Wir verstehen dann viele Dinge auch nicht. Aber es gibt auch noch eine andere Ebene des Verlorenseins. Und darum soll es mir heute gehen. Dass die Bibel sagt nämlich, dass der Mensch verloren geht. Dass der Mensch verloren geht. Da haben wir zum Beispiel Johannes 3,16, den ganz berühmten Vers. Und da steht es eigentlich nur so als kleiner Nachsatz. Aber ich möchte den einmal lesen. Denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der Mensch kann offensichtlich verloren gehen. Die Bibel sagt uns das an einigen Stellen und ich werde heute nur einige dafür anführen. Gott hat es in uns hineingelegt, dass wir uns auf die Suche nach ihm machen. Schon Hiob im Alten Testament hat erkannt, habe ich mich schuldig gemacht, dann bin ich verloren. Hiob hat erkannt, dass Schuld ihn von Gott trennt. Wenn wir schuldig sind, sind wir von Gott getrennt. Im Psalm 34, 19 heißt es, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Da geht es nur um unsere Hoffnung. Aber Gott ist dann da, wenn wir uns verloren fühlen. Vielleicht bist auch du heute Morgen so verzweifelt. Du weißt nicht vor noch zurück. Und dann sage ich dir, Gott ist dir heute nahe, er ist jetzt bei dir. Erstens bei den Menschen, die Jesus noch nicht aufgenommen haben. Du bist ja erst Christ, wenn du Jesus aufgenommen hast, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Wenn du das vielleicht noch nicht verstehst, such einen Christen, der dir das besser und gut erklären kann. Oder nimm Kontakt mit uns als Hafenkirche auf. Es ist wichtig, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Von Jesus, ja, sie sind angenommen, aber wir müssen Jesus aufnehmen, sozusagen. Oder auch, wenn du schon als Christ dazugehörst, dann kann es trotzdem sein, dass du in einem dich verloren fühlst, dich einsam fühlst und du Gott ganz besonders brauchst. Auch dann ist Jesus mit dir und für dich da. In Matthäus 18, 12 bis 14, da hat Jesus eine tolle Geschichte, die ein bisschen ähnlich ist mit meiner Kuhgeschichte. Was meint ihr, sagt er dort, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen sich verloren gegangen ist, lässt er dann die 99 nicht auf der Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verloren gegangene Schaf zu suchen? Und ich sage euch, wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über 99, die sich nicht verehrt haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering geachteten verloren geht. Das ist so faszinierend. Jesus sucht dein verlorenes Herz
und wartet, bis du es ihm öffnest, bis du bereit bist, mit ihm loszulegen. Glauben heißt Gott erleben. Das ist nicht eine Theorie, eine Theologie, sondern Jesus kommt ganz praktisch in unser Leben und wir können ihn total super erleben. Gott redet zu dir persönlich. Die Bibel wird lebendig. Glauben ist Gott wirklich persönlich erleben. Gott hat uns ein Psalm gelassen, den Psalm 63, der beschreibt so unsere Sehnsucht, die wir im ganz tief in uns nach Gott haben. Denn jeder schreit nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach diese Sehnsucht nach Gott, die ist einfach, die hat Gott in uns reingelegt. Lasst uns mal diesen Psalm 63 hören, einen Teil davon. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land. Er war ja in der Wüste. Dort, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Wie ein Festmahl, mit einem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach Gott ist in jedem Menschen, wenn wir ganz offen und ehrlich sind. Gott hat diese spirituelle Suche in uns hineingelegt. Einer sagte mal, wir haben ein Loch in unserem Herzen und das ist für Gott bereit oder bereitet. Jesus ist die Antwort darauf. Jesus ist übrigens die Antwort auf alle Religionen. In Lukas 9,25 heißt es, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt. Jesus bringt unser Leben auf den Punkt. Wenn es um unser egoistisches Leben denkt, wenn es um ich, meiner, mir, mich geht, dann wundern wir uns, dass es uns manchmal gar nicht gut geht. Dass unser Leben nicht irgendwie nicht funktioniert, weil es ja eigentlich immer nur um mich geht. Wenn wir allerdings nach Gott fragen, wenn wir uns nach ihm ausrichten und uns um unsere Mitmenschen kümmern, dann stellen wir fest, dass es uns besser geht. Etwas, was Gott auch in uns hineingelegt hat. Dieses Wort war die Jahreslosung 1997, als ich zum Glauben kam, als ich Christ wurde. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Auch ich war damals eigentlich am Höhepunkt meines Lebens und war nur nach materiellen Dingen ausgestreckt. Aber das war nicht das wahre Leben. Es fehlte etwas in mir. Und Jesus hat es ausgefüllt. Und so kann er auch dein Leben ausfüllen. Da, wo du Leere hast, wo du verzweifelt bist. Aber ich will nochmal zurückkommen zum Verlorensein. Paulus beschreibt es im 2. Korinther 2,15.
Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch vor Gott als Christen. Der Hebräerbrief sagt das in 10,39. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Halleluja, das erleben wir als Christen. Wir haben schon das ewige Leben. Und auch Petrus zum Abschluss nochmal sagt es folgendermaßen. 2. Petrus 3, Vers 9. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und das ist auch bis heute hin so. Das ist die Gnade Gottes. Einfach wunderbar. Da kommen wir. Wir hören ja nicht auf beim Verlorensein, sondern wir haben das Evangelium, die gute Nachricht. Evangelium heißt übersetzt die gute Nachricht. Und das Evangelium sagt, dass wir das ewige Leben empfangen dürfen. Wir brauchen nicht verloren gehen. Jesus schenkt uns einen ganz tiefen Frieden im Herzen, wenn wir ihn aufgenommen, angenommen haben. Denn Johannes 3,16, ich komme nochmal darauf zurück, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und das war Jesus. Jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 14,6 kennen auch viele von uns. Aber vielleicht hörst du ihn heute zum ersten Mal. Jesus antwortete, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch mich, sagt Jesus. Nochmal, Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und mit deinem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Die Rettung wartet auf dich und mich. Zum Abschluss. Erstens, ohne Jesus ist der Mensch verloren. Zweitens, Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns persönlich zu retten. Er ist gekommen, um dich persönlich zu retten. Er will sich von dir persönlich finden lassen. Es gibt keine Mehrheit, die entscheidet, ob Jesus gekommen ist oder nicht. Das ist von Gott vorgegeben worden. Die Frage ist nur, wie reagierst du mit deinem Leben drauf? Sagst du Ja zu Jesus? Ja, ich will dir nachfolgen? Oder sagst du, ich möchte nicht? Wir haben die Freiheit. Jesus lässt uns die Freiheit. Drittens, komm, ich möchte dich einladen. Folge Jesus nach. Er wird dich leiten. Er wird dein Leben in die Hand nehmen, wenn du es erlaubst, wenn du bereit bist dafür. Und dann möchte ich zum Abschluss dir das zusprechen aus Epheser 3,20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder erflehen werden. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihm mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Das ist der Grund, warum Christen so gerne in die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen, zusammenkommen, zum Gebet, Gemeinschaft suchen. Da ist Kraft drin. Jesus sagt es, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten unter uns. Und das ist so herrlich, das zu erleben. Ich möchte dich dazu einladen. Nicht nur online, sondern es auch live zu erleben. Nochmal, lerne Jesus kennen durch
die Bibel. Lies mal in der Bibel, lies mal ein neues das Neue Testament, ein Evangelium. Er kann dir begegnen, indem du betest. Bete mal zu Jesus. Vielleicht hast du es noch nie getan. Ich lade dich ein, zu Jesus zu beten. Ich lade dich auch ein, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, dich mit ihnen auszutauschen. Wir lernen voneinander. Wir sind als Jünger Jesu Lernende und sind gemeinsam unterwegs. Und auch such dir eine Gemeinde, wo der lebendige Glauben gelebt wird. Es gibt sie überall im Land und weltweit. Wir haben Kontakt zu Christen aus allen möglichen Ländern und Denominationen. Das ist so eine Bereicherung im Leben. Ich war begeistert, als ich Christ wurde und wie sich mein Horizont erweitert hat. Ich möchte zum Schluss mit dir, mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, möchte dir von Herzen danken, Herr, für diesen Gottesdienst. Herr, wir brauchen nicht verloren gehen. Du bist gekommen, um uns zu retten. Es ist schon vollbracht. Danke dafür, Herr. Danke für den neuen Bund, das Neue Testament und dass wir dort hineintreten dürfen, Herr, das ergreifen dürfen, was du für uns hast, Jesus. Danke dafür, Herr. Danke für deine Liebe, für deine Offenbarung, Herr, für deine Güte, Herr, für den Heiligen Geist, der lebendig in uns am Wirken ist. Danke für dein Wort, für die Bibel, Herr. Wir dürfen dich kennenlernen da drin. Es ist fantastisch, Herr. Dich zu entdecken, dich zu erleben, Jesus. Danke für Geschwister, für andere Christen, für Kirchen, für Gemeinden, Herr, wo du verherrlicht wirst, wo du geliebt wirst, Jesus. Und so bete ich, Herr, für die Menschen, die jetzt zuschauen, Herr, dass du deinen Segen ausgießt, Herr, den Heiligen Geist ausgießt. Verlorene rettest, Jesus, dafür bist du gekommen. Ich bete, dass das heute geschieht. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk. Danke für deine Liebe. Amen.